Hallo, in diesem Tutorial geht es um den Kugeldeformer von Cinema 4D. Der Kugeldeformer kann, wie der Name schon sagt, jedes Objekt versuchen in eine Kugelform zu bringen. Allerdings kommt es hier auch auf die Unterteilung und unsere Ausgangsform des Objektes an. Wir schauen uns das Ganze hier einmal mit einem Würfel an. Diesen haben wir selektiert, drücken die Umschalttaste und wählen unser Kugeldeformer auf. Und wir sehen, wenn wir hier jetzt im Objekt-Tab das Stärke-Attribut hochdrehen, dass nichts passiert. Woran liegt das? Und zwar arbeitet der Kugeldeformer hier mit den Unterteilungen unseres Würfels und dieser hat im Moment leider keine Unterteilung. Stellen wir hier mal die Unterteilung hoch, dann sehen wir schon, dass hier unser Kugeldeformer versucht, unseren Würfel in eine Kugelform zu setzen. Das sieht doch schon relativ gut aus. Schauen wir uns hier einmal die Objektattribute an. Und zwar haben wir hier einmal das Radius-Attribut und das Stärke-Attribut. Das Stärke-Attribut regeln wir hier mit diesem gelben Anfasser. Wir sehen, wenn wir das Ganze hier zurückziehen, kommt unser Würfel wieder auf seine Ausgangsform zurück. Und wenn wir das hochziehen, wird eben unser Würfel in eine Kugelform gebracht. Dann haben wir das Radius-Attribut. Mit dem Radius-Attribut können wir eben einstellen, wie groß unser Kugeldeformer wird. Und das ist eben hier dieser gelbe Anfasserpunkt. Haben wir unseren Kugeldeformer mal irgendwie komisch verschoben oder haben den nicht richtig auf unser Objekt angepasst, gibt es eben hier den An-Über-Objekt-Anpassen-Button und das Ganze wird hier eben auf unser Würfelobjekt gesetzt, um eine perfekte Deformation zu erreichen. Ja, das war's soweit zum Kugeldeformer. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann!